Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play. Wie ihr seht, sind wir immer noch an der gleichen Baustelle und dann mache ich mich mal dran, hier die Anhängerkupplung für unser Wohnmobil zu machen, das gerade ziemlich rumbackt. Ja, ich muss das auf einer geraden Fläche ausprobieren, ob das überhaupt fährt. Nee, es steht. Ja, gerade steht's. Steht gerade. Haha. Da muss noch definitiv ein bisschen breiter werden, die Anhängerkupplung. So könnte das was werden. Nee, kann man auch wieder ein bisschen enger machen. Das ist wieder zu breit. Da, und da noch eins rüber. So. Dann können wir hier dieses Teil anbringen, was dann runterklappt. Hoffe ich. Okay, mit der Schräge ist es perfekt, also es funktioniert perfekt. Das backt Perfekto. nicht rum und da Es kann man. packt nicht rum. Ich hoffe, da kann man jetzt durchlaufen. Nee, man muss immer noch sneaken, um da durchzulaufen. Das werde ich auch brauchen, aber geht das auch so schon? Das wäre ja geil, wenn wir da so eine Anhängerkupplung hinkriegen könnten. Du warst doch gerade da richtig. Was machst du denn? Ach, wir machen es einfach aus Holz. Das ist nicht so umständlich dann. Oder? Geht das überhaupt aus Holz? Ne, wir machen es lieber aus Rohren. Dann müssen wir hier erstmal die Technik bauen. Den schalten wir mal dahin. Das kommt innen hin, damit man es nicht so sieht. Denn die Schaltzentrale hier kommt hier drauf. Perfekt. Gut, dann müssen wir es nur noch verbinden, einstellen und dann können wir auch die Anhängerkupplung steuern. Nein, da. Gut. Dann könnten wir jetzt die Rohre reinmachen. Volles Rohr. Jetzt dürfte es sich nämlich nicht mehr zur Seite drehen. Wie sollen wir von innen die Tür schließen? Gar nicht. Für was die Türen schließen? Ja, keine Ahnung. Wir fahren doch sowieso Open Air. Warum willst du denn die Türen schließen? Haben wir noch mehr Oh, ich habe Luftdurchzug? eine lustige Idee. Man stellt sich auf die Klappe drauf und drückt den Schalter und man wird reingestellt. Je nachdem, wie gut man das timet. Ah, So das halb. sieht doch eine geile Anhängerkupplung aus, so. Bam. Da müssen wir es nur noch einstellen. Okay, das Ding buggt irgendwie rum. Was? Wohnmobil. Das Wohnmobil buggt auch irgendwie rum. Du musst die Federung härter stellen. Ah, so definitiv nicht. Also, andere Richtung. Dann 90 Grad in die andere Richtung. Perfekt. Okay, jetzt geht's. Ich habe einfach nur das Ding gemacht. Okay, Ah. es fährt schon mal geradeaus. Die Ich denke. Anhängerkupplung steht. Funktioniert. Okay, ich kann schon mal damit rumcruisen. Das heißt, es fährt geradeaus. Es lenkt. Oh. Du fährst eindeutig besser, weil bei mir lenkt es rum. Ich war nicht so extrem wie die letzten paar Male. Fährst du dann mal her? Aber ja, ich bremse ab. So, ach du Scheiße. Ich muss nämlich die Anhängerkupplung für das Wohnmobil machen. Fuck, fuck, fuck. Okay. Nicht vorne, hinten. Aber egal. Ja, das kann man ja noch drehen. Okay, warte mal. Ich. Ja, doch, 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 so ist es gut. Jetzt ungefähr hier ab. Ja, genau. Boah, das passt eigentlich instant perfekt. Guck dir das mal an. Ah! Fahr hoch, die Scheiße.
Okay. Hat das Ding überhaupt eine Mitte? Naja. Kannst du mal ein bisschen weiter wegstellen? Das ist mir ein bisschen zu nah, sonst sehe ich ja nichts. Warte mal, mach du das, weil du kannst ja nicht mit meinem Ding. Dann nimm es in die Hand. Genau. Unser Wohnmobil hat zwar keine Mitte, aber. Er braucht es schon. Ja, doch, hat es. Ist das jetzt in der Mitte? Nein, das hat keine Mitte. Das ist die Mitte. Du musst halt eine Zweiermitte halt. Ja, kann ich ja so nicht bauen dann als Anhängerkupplung. Muss eine dicke Anhängerkupplung. Ja, das geht ja nicht, dann passt mein Anhänger nicht dazu. Naja, ist jetzt egal, dann baue ich es halt. Hast du nicht einfach die deine Breite ist genauso breit wie mein Ding hier? Sollte es doch sein, oder? Eigentlich sollte es das, aber meins ist irgendwie eine andere Dingsgröße. Dingsgröße. Dingsgröße, ja. Ah, fahr mal her, den Scheißkarren. Komm rein. Okay. Komm rein Warte, und warte, kann. warte, 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 dann muss ein bisschen höher. Das kann ich so nicht machen. Das muss. Da muss dort sein. Da muss dann hier, der hier und dann oben drauf der. So ungefähr sollte das dann Was machst du funktionieren. gerade? Es wackelt hier alles. Ich mach gar nichts. So, warte mal, ich fahre jetzt mal kurz. Ich Gaga. glaube, mit deinem Ding stimmt was nicht. Das Ding ist total verdreht. Was? Dein Rad Ja, das soll von. so sein. Es soll. Okay. Sonst lenkt es ja nicht mit, dann bremst die ganze Zeit. Ich sehe zwar nichts, aber. Okay, Ah. warte mal. Noch ein bisschen weiter zurück. Weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück. Es ist fast drin. Alter, dein Wohnmobil backt von der Lenkung so rum. Mann, den Warte Scheiß mal. hier weg. Ja, will ich, aber wenn du da nicht so rumfährst. Okay, so. Ich könnte auch hinten ein bisschen eine längere Anhängerkupplung hinbauen, dann haben wir nicht so die Ja, Sch das wäre praktischer. Warte mal. Mach das mal. Oder warte mal, bleib mal stehen. Oh, ich steck hier fest. Steck hier. Okay. Ah! Millimeter daneben. Okay, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Stopp, 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 stopp. Geht das jetzt? Ist es eingehängt? Es ist eingehängt! Es ist eingehängt! Jawohl! Mein Rad backt definitiv rum. Oh ja, Beide bleib mal. Räder. Bleib mal stehen. Aber über Hügel kannst du da nicht gut fahren, Alter. Das geht das so schnell, geht das weg. Ups. Ja, wir können es ein bisschen anders einstellen noch. Wir können da das, wir können dieses Ding noch anders einstellen, dass es sich anders anhängt. Und vielleicht noch ein bisschen länger machen. Also beides länger, den Stöpsel hinten länger und dann Ja, ja, das ja, ein ja, ja, ja. Radzeug länger. Ich bin da mal bei der Arbeit. Ja, ich auch. Ich dekoriere mal das ganze geile Zeug hier. Oh, Maxim redet von geilem Zeug. Sollte man da genauer hinhören? Nein. Definitiv nein. Ah, das wird dann vorne hier weggemacht. Da mache ich vorne hier überhaupt keine Räder mehr. Das kommt hier alles weg. Ja. Weg damit. Dann kommt nämlich hier hinten noch ein Rad hin. Dann brauchen wir dazu erstmal wieder Federn, die da sind. Gut. Das haben wir noch. Holz haben wir auch noch. Räder. Gut. Ja, und das. So. Oh, scheiße. Fuck. Nein. Läuft doch, würde ich sagen. Ja, läuft. Okay. Also, wenn man hier so ist, da wird man zerquetscht.
Maxim wird zerquetscht. Ja. Packe ich jetzt in den Titel. Okay, praktisch. Fakt ist. Wenn ich da Stützen hinmache, ja, dann muss ich hier gerade mal erstmal den Boden wieder einziehen. Sitzen. Nö, 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 nö. Da ist ein Loch im Boden. Das muss da wieder. Wir können es dann nachher auch mal farbiger gestalten. Ja, mach ich auch. Damit das farblich auch gut zu erkennen ist. Das Vehikel. Das muss so daran. Das muss so hin. Perfekt. Noch eins. Oder? Ja, das war zu viel. Wenn wir das hier so machen. Und dann Okay. hier rüber gehen, dann sieht das aus wie eine echte Stütze. Weißwerkzeug, Alter, was ist das für ein Werkzeug? Was? Weißwerkzeug, schweiße deine Konstruktion zusammen, wähle das Schweißwerkzeug aus. Mit dem linken Maustaste auf das lose Teil und anschließend auf das andere Teil, um beide zusammenzuschweißen. Ist doch Lol. genial. Will ich mal ausprobieren. Dann brauchen wir noch mal so ein Teil. Oh. Wir brauchen noch eine zweite Tür, um rauszukommen. Boah, lol. Oh lol. Oh, lol. Boah Oh, lol. lol. Oh, lol. Oh la 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 la. Boah, lol. Wallol. Boah, lol. Also mein Anhänger steht. Okay. Geil. Das funktioniert sogar mit der Stütze. Geil. Guck, Maxim, da kann er jetzt auch hinten nicht mehr rausgehen. Aha. Dann sitzt er immer auf dem Fahrzeug auf, dann kann der nicht mehr. Ja, das ist gut. Aber ich muss jetzt noch an der zweiten Tür arbeiten. Was machst du? Geilen Scheiß mache ich. Die Federung einstellen, weil sonst buggt die immer so. Okay, mach das. So, jetzt ist die eingestellt. Hinten hast du gesagt, ich soll das mal ein bisschen verlängern. Das mache ich mal jetzt kurz. Noch ein Stückchen. Nee, das ist dann sonst zu übertrieben. Doch ein Ding. Nee, ist Sehen. es nicht.
Das dazu noch? Ja. Kann man da oben drauf auch noch? Genau, so passt das. Kann ich mal gucken, ob da Wohnmobil jetzt da passt? Ja, mach mal. Geh mal von außen. Ja. Mach dann auch zu so. Okay. Stopp. Okay, warte mal. Ich muss mal auf die andere Seite kriechen. So. Nein! Falsches Ding. Okay, warte mal. Gehen nach hinten. Ich glaube, das. Das Ding da, was da runterklappt, muss noch größer werden. Hier, das da. Und ah, was machst du? Ist das komplett kaputt gemacht? Das muss höher werden. Warte mal. Kannst du mich mal rauslassen? Die rauslassen? Ja, ich bin hier drin gefangen. Die andere Tür baue ich noch. Also da ist dann noch ein Ding höher. Warte mal. Und so wird's nicht gehen. So wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe einfach am Auto kürzer gemacht. Das so wäre es besser. Anders, es würde gehen, aber es wäre einfach viel, viel schwieriger. Genau. Warte mal, ich kann das. Da. Ja, dann machen wir da wieder da oben drauf, dieses Pinökelchen. So, jetzt fahre ich wieder zurück. Ja. Brauchst die Tür nicht zumachen, ich glaube, das hält auch mal ohne. Zurück. Ah, warte mal. Jawohl, ist eingehakt. Kannst du die Stütze rausfahren, einfahren? Ja, Stütze ist eingefahren. Jawohl, Alter, perfekt. Wie das aussieht. Ist das geil. Ups, da war ein Stein. Warte mal, ich komm rein. Jetzt, bleib. Ja, nice. Der Anhänger ist irgendwie geil. Jetzt bleib mal stehen. Also ich finde, der Anhänger ist geil. Ja, der ist schlecht. Bleib. Ich muss noch. Ich mach das. Nee, wir müssen erstmal hinten die Achsen noch besser machen, weil ich habe da das Problem, dass es die ganze Zeit ja dann wegknickt hinten. Warte mal, ich verbinde die gerade miteinander mal kurz. Wieso ist das eine Rad weiter vorne wie das andere? Hä? Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Die sollten unten vielleicht ein bisschen mehr Slots machen, damit man mehr Sachen im Inventar haben kann. Das wäre eine gute Idee. So, jetzt kann nichts mehr passieren. So. Was machst du denn? Bauer. Ja, es funktioniert. Ist halt ein bisschen verbuggt, unser Auto, aber. Ich baue da noch eine Ausgangstür. Mich dann mit reinsetzen. Oh Mann. Der Anhänger bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ja, das hoffe ich. Warte mal, kann ich noch weiter aussehen? Ja, der bleibt dran. Habe ich doch gut gemacht. Gut gemacht, Tim, gut gemacht. Aber an dem Auto fehlt noch was Gewisses. Hey, ich komm ein bisschen hier so. Alles dran bauen.
Ah, mit Q. Machen wir in welche Farbe soll unser Auto sein oder in welche Richtung? Welche Richtung? Ja, in welche Richtung? Farbenrichtung. Ja, grünlich, rotlicht, blaulich, Rotlicht. rötlich, rötlich, braunlich, gelblich. Ich würde eher sagen schwarz. Schwarz, Black schwarz, Beauty. weiß. Ah, du wackelst. Jetzt hat unser Auto auch genügend Power. Wenn ich jetzt loslasse, ich alles weiß, gell? Jetzt hör auf! Sonst kannst du alles sauber machen. Also, ich habe jetzt oben noch ein paar Thruster drauf gebaut. Okay. Jetzt ist es definitiv schneller. Muss ja irgendwoher ein bisschen schneller sein. Ja. Gleich noch ein bisschen mehr und dann war, würde ich sagen, war es das auch schon wieder für die Folge. Sonst sind wir wieder mega in Überlänge, was ich glaube ich sowieso schon, was wir glaube ich sowieso schon sind. Ah, schade. Ich hab viel Spaß. Ja, wir hatten definitiv viel Spaß. Bis nächstes Mal haben wir es dann vielleicht auch noch ein bisschen verbessert, weil ich glaube, wir spielen heute noch ein bisschen weiter, ohne aufzunehmen. Ja, das können wir machen. Wenn wir jetzt schon hier sind. Also Ja. dann. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Was? Ciao.